Wir gehen so langsam. Ihr wolltet noch in Formation. Aber du magst bestimmt vorher noch mal was sagen, Tanja. Unbedingt. Ja? Hallo Klaus. Hey. Willst du bei mir bleiben? Immer. Das immer gerne. Okay. Immer gerne. Ja, hello und herzlich willkommen zu Hands-On 2024 im Namen der VfCG Friedberg. Mein Name ist Tanja Bob. Ich bin die Vizepräsidentin des Damen-Elferrats und darf heute unseren Verein repräsentieren und euch so erzählen, was wir so machen. Wir sind nicht nur ein Karnevalsverein, sondern leben die Gemeinschaft von klein bis ganz groß. Wir sind aktuell ca. 370 Mitglieder, aktive, inaktive, Tänzer vor und hinter der Bühne. Und ja, was kann man bei uns alles so machen? Man kann tanzen natürlich. Wir haben 3 Garden, beginnend ab 6 Jahren. Wir haben Showtanzgruppen, wir haben ein Männerballett und genau, wir haben auch ganz, ganz viele Helfer, die wir brauchen vor und hinter der Bühne. Zum Beispiel bei Licht und Ton, beim Schminken, beim was auch immer. Ja, also es gibt für jeden einen Job und wer Lust hat, bei uns mitzumachen, darf sich gerne bei uns am Stand einfinden. Wir sind die Stand Nummer 6, da vorne der graue Pavillon, wo gerade ein paar Menschen winken. Und genau, wir würden uns freuen, wenn ihr vorbeikommt. Unser Training findet in der Stadthalle statt. Das war ja unser erstes Stichwort. Und ja, wenn ihr wollt, kommt uns besuchen. Wir freuen uns auf euch. Dankeschön. Danke, Tanja. Wann kauft ihr die Stadthalle? Da brauchen wir noch ein paar Mitglieder, glaube ich. Bis ja, wir das, das ist ja jetzt die beste Gelegenheit, Mitglieder einzuwerben, ne, damit ihr dann die Stadthalle käuflich erwerben könnt und dann ist das eure. Wir könnten es gebrauchen, ja. Mit allen Hindernissen, die dazugehören. Aber Tanja, Thema du hast beim Männerballett den Klaus angeguckt, gell? Also, wer ist dafür, dass der Klaus mit ins Männerballett kommt? Nachwuchs können wir immer gebrauchen.